Prima. So Leute, hier ist ganz wichtig, mein Stiefvater hat gerade gesagt, oh, ich habe hier Schmerzen in der Schulter, wenn ich diese Übung hier mache. Was ganz wichtig ist, also Nummer 1, immer wenn ihr hier seid, dieses Ding hier runter, runter damit, ja, runter damit. Denn ansonsten seid ihr in der Position, schaut mal, wo das ist, ist schon völlig unnatürlich. Ich kann mit einem Arm rein, mit beiden Armen so reingehen, dann ist es schon mal hier für die ganzen Sehnen und für die Bänder eine sehr unangenehme Sache und vor allem für die Muskeln. Das ist eine extrem unnatürliche Position. Die Gelenke sind nicht dazu da, die Muskeln auch nicht, um länger in dieser Position zu verharren. Insbesondere nicht noch mit 100 Kilo beispielsweise wieder drauf lasten. Ja? Also Nummer 1, Beine benutzen und draufbleiben. Ihr müsst nicht weiter zurück als so. Glaubt mir, müsst ihr nicht. Alles andere ist ungesund. Wir wollen hier nur die Brust trainieren und uns nicht irgendwelche Verletzungen anhetzen. Ja? Also, wir sind unten. Danach drücken wir leicht ins Hohlkreuz. Ihr seht, ein bisschen gehe ich weg vom Polster und richte mich noch weiter auf. Das heißt, mit dem Sitz weit hochgehen. Wieso? Weil ihr wollt diesen Winkel hier haben. Es geht runter. Es geht hier runter und was ihr nicht wollt, ist irgendwie, dass ihr hier so oben seid und dann irgendwie so nach unten drückt. Das ist völlig ungesund. Also, nach oben aufrichten, das ist ganz wichtig, dann könnt ihr auch mit der Schulter keine Probleme haben und ihr richtet euch ein bisschen nach außen, Brustbein nach vorne, ihr seht, zack. Und jetzt. Mal mit weniger Gewicht mein Stiefvater, dann sagt ihr euch, ob seine Schulterschmerzen weg sind und so weiter und so fort. Das heißt, wenn eine Übung Schmerzen verursacht, dann macht ihr sie entweder falsch oder diese Verletzung ist so weit fortgeschritten, dass man an einer Trainingspause sich Gedanken darüber machen sollte oder eventuell auch andere Schritte, wie zum Beispiel zum Arzt gehen, schauen, kann ich eine Alternative machen, aber zuerst immer die richtige Übungsausführung. Könnt ihr mal wieder die Tutorials angucken oder ins Programm. Jetzt lasse ich mein Stiefvater machen, wir sehen uns gleich. Also so, mein Stiefvater macht es jetzt vor. Was jetzt hier, was ich ihm gesagt habe, Regel Nummer 1 bei diesen Dingen ist, ihr müsst mit wenig Gewicht anfangen, damit ihr euch diesen Bewegungsverlauf einverleiben könnt. Ja, tut mir leid, ich mache einen kleinen Fehler an dieser Stelle. Einfach nur mit wenig Gewicht anfangen, ihr hört es oft, aber wenig Gewicht, ihr seht, diese Füße unten drücken das Pad runter. Und er sitzt in einer erhöhten Position, sein Brustbein ist rausgestreckt, dementsprechend hat er ein leichtes Hohlkreuz und die Brust, ihr seht auch hier, wie die arbeitet, schaut euch jetzt die haarige Brust von ihm an, von dem Bären, ja. Haarige Titten, auf jeden Fall, es funktioniert, er sagt, er hat den Schmerz nicht, aber das schauen wir jetzt bei größerem Gewicht. Abgesehen davon muss man eine Übung auch einfach länger richtig machen mit weniger Gewicht, damit sie dann irgendwann auch nicht mehr wehtut, ja. Leute, ich hoffe, nach dem Video geht's ab ins Training. Auf Tunnelblick. GA, Team G. Wir sehen uns gleich. Linke Fuß weg und Vollgas durch. Ich glaube, da macht er das schon. Bei mir stand vor, jetzt gib mal Vollgas durch einfach. Ja, Launch Controller aktiviert. Okay. Oh, fuck! Probezeit, Mann. Denk dran, hey, ja. Digga. Aber S63 zieht ja noch härter, gell? Bissle, ja. Ein bisschen, ja. Wie der Schwabe sagen wird. Ne? Aber es ist ja auch länger und größer.